Super. Sehr lebendige tote Hosen. Sie erinnern sich an den Apotheker aus Bottrop, der Krebsmedikamente so gestreckt hat, dass sie nicht mehr wirken konnten. Jetzt können wir uns angucken, was er angefangen hat mit den Millionen, die er so gescheffelt hat. Seine Villa steht jetzt zum Verkauf für 5,7 Millionen Euro. Ultra nobel ausgestattet, das Teil besonders bemerkenswert, die Wasserrutsche im Bad. Peter S. rutscht jetzt nicht mehr und duscht wohl nur noch. Er sitzt im Gefängnis für 12 Jahre. Und es wird auch wieder ermittelt. Jetzt geht es um den Verdacht, dass er mit Hilfe der Mutter Vermögen beiseite geschafft hat, als die Insolvenz schon absehbar war. Mehr Neues von heute. Jetzt unsere Nachrichten kompakt. Und das hier ist knapp 2 Wochen vor Ostern echt erwähnenswert. Überraschungseier werden zurückgerufen. Auch Schokobons und Mini-Eggs, also Kinderschokolade im Osterdesign. Und die haben viele schon längst gekauft, teilweise auch schon verschenkt. Jetzt also der Rückruf der Herstellerfirma Ferrero. Grund sind Fälle von Salmonellen, die im Zusammenhang stehen sollen mit den Produkten. Behörden der EU untersuchen das jetzt. Da stellen sich ein paar Fragen, Antworten später bei Sven Lorik in WDR aktuell 21:45. Und jetzt mehr Nachrichten. Der Krieg in der Ukraine bewegt uns alle, er betrifft uns alle, Stichwort Energiepreise und was das mit unseren Geldbeuteln macht. Und der Krieg betrifft natürlich nicht nur uns in Europa. Die Auswirkungen sind weltweit zu spüren, denn Russland und die Ukraine liefern ein Fünftel des Weizens, den die Welt braucht. Die Russen haben aber als Druckmittel ihren Export gestoppt und die Ukraine kann aus nachvollziehbaren Gründen derzeit nicht liefern. Es fehlt also viel Weizen auf dem Weltmarkt. Und die Folge ist uns allen klar. Auch hier wird es teurer. Der Weizenpreis, der schießt fast nach oben. Die Getreidebauern, auch bei uns im Westen, die werden auf einmal richtig wichtig. Und genau das hat er jetzt auch vor. Frankie van Hintum zurück da an die Grenze, Pommes verteilen. Die Welt braucht mehr Frankies. Ja. Ja. Und mehr Pommes. Sie wissen, liebe Zuschauer, es lohnt sich immer, uns zu gucken. Jetzt vielleicht auch für Sie in Euro und Cent. Dann nämlich, wenn Sie Ihren Strom von einem Billiganbieter kriegen. Die zahlen nämlich oft Guthaben einfach nicht aus. Also wenn man zu hohe Abschläge bezahlt hat zum Beispiel, dann muss der Stromanbieter das ja erstatten. Passiert aber nicht, haben unsere Kollegen von der Sendung Markt recherchiert und die gucken da heute Abend noch genauer drauf. Die Stromanbieter zahlen die Guthaben offenbar erst dann aus, wenn die Kunden sich beschweren. Also das ist ja wohl interessant, oder? Aber viele verlassen sich offenbar darauf, dass das Geld schon so irgendwie kommt. Ja, dann jetzt bei uns eine Band mit richtig Strom. Wer hätte gedacht, dass sie heute noch eine der größten und wichtigsten Bands in Deutschland sind? Diese Herren, damals, als sie so aussehen und ihre Geschichte beginnt. Ich liebe die Jacke von Campino. Und Die wie heißt Toten die? Hosen Natürlich. glauben selbst am wenigsten daran, dass sie 40 Jahre als Band überleben, dass sie es schaffen. Das ist ein Riesengrund zum Feiern mit Jubiläumstour und natürlich einem Doppelkonzert in Düsseldorf. Dazu gibt es ein Album mit allen Kulthits und auch mit neuen Liedern. Und zum Auftakt dieser ganzen Feierei kriegen wir ab heute auch noch einen Podcast mit 10 Folgen. 1Live-Ikonen, die Toten Hosen. Ein Rückblick auf 4 Jahrzehnte, Campino Der mit der Jacke. und die anderen. Weizen, das ist ein großes Lebensmittelthema. Jetzt mit Blick auf die Ukraine. Pommes ein anderes, weil das Sonnenblumenöl fehlt. Jetzt geht's auch um Pommes und die Ukraine, aber ganz anders. Frankie van Hintum ist Niederländer und er steht mit seiner Pommesbude normalerweise im Ruhrgebiet und verkauft Fritten und Frikandel. Als der Krieg ausbricht, fährt er an die Grenze zur Ukraine nach Polen mit seiner Pommesbude und verteilt Essen an Menschen auf der Flucht. Kostenlos natürlich. Jetzt ist er wieder hier.